Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video geht es natürlich wieder um Season 9. Der Gameplay Trailer wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht. Ich habe ihn live gestreamt, eine Menge Leute haben zugeschaut. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ich zeige euch den jetzt. Es gibt danach wie immer eine fette Analyse. Der Trailer geht über 6 Minuten. Es wird ein bisschen länger gehen, keine Frage. Es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich habe sämtliche, bis auf wenige Einzelheiten, habe ich sämtliche Informationen über den Arena-Modus, wie viele Maps am Anfang, wie genau läuft das mit den Waffen, Skills, Respawn und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer und danach sehen wir uns wieder. Über jeden Daumen vorab würde ich mich jetzt schon mal freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends Season 9 nichts verpassen wollt. Viel Spaß bei dem Trailer. Are where the champions are crowned, but the arenas are where legends are made. I said danger close. Weren't you listening? The arenas are my games. They're not about fame or spectacle. They are about the fight. Arcstar! The rules are simple. It's just your squad and their squad. Adios, champ. Whoever survives wins. Now pay attention. This is how the game is played. Assemble your squad in the customary fashion. Before the fight begins, squads are enclosed in their spawn room and have access to the shop. Here you can purchase weapons, items, and abilities with crafting materials. I will grant you a set amount of materials at the start of each round. You may earn more through your performance. Materials can be used immediately or saved for superior equipment later in the match. No purchased gear follows between rounds. Where's all my stuff? Materials can be used to upgrade weapons, making you an even greater threat. At the end of the buy phase, the shields drop and the fun begins. Both teams engage in combat until one side is wiped out. Downed teammates can still be revived. But in this game, there are no respawns. Use the pressure. It's the only way to survive. Supply bins containing consumables and material canisters are scattered throughout the arena. A single airdrop containing 3 weapons arrives in the middle of each round. The tier of the weapons in the drop pod increases from round to round. Use them to overpower your competition. It's high risk. High reward. Maybe next time, we should try a different path. The first team to score 3 victories with a 2-win margin will be declared the champion. If teams battle to a deadlock 4-4 tie, round 9 is my favorite part. Sudden death. Tossing up some amped cover. I'm opening the skies. Knock down more than a few. Each arena has its own personality and acts as an optimal combat testing ground. The Phase Runner on Olympus wasn't the first of its kind. A prototype long abandoned rests in a remote section of Talos. Luckily, it remains intact and functional, providing unique combat opportunities to those clever enough to seize them. There's research afoot. And then, of course, utter mayhem. Coma was simply another Outlands hotspot turned yesterday's news, until an ill-fated joyride gave it a new landmark. You're welcome. With my assistance, the city has been reignited with a new monument to incompetence. Thank you for this. I feel much better about myself now. I have also secured some viable locations throughout the Outlands to serve as arenas. And don't get too comfortable. The future promises to be a bit fiery. I think someone's here. Oh, yes.
A new legend has joined the fight. This little one and I share a common legacy. Pilot blood runs through her veins. This is Valkyrie. Sending down Hellfire. She is as fearless as she is reckless. Friend or foe, make sure you look up as she takes the fight to the skies. Your journey ends here, Legends. The skies belong to me now. The arenas are the ultimate test of skill and resolve. So I have a gift. The Bojack Compound Bow. This precision weapon requires patience and pinpoint consistency. It is made even deadlier with its two hop-up slots. Legends can combine shatter caps, splitting the arrow tip into a shotgun pattern, and Deadeye's tempo, allowing a faster draw when firing at the optimal pace. Master all of this, and you will become a true assassin. You gotta take risks to be champ. The need to prove superiority is instinctive. Hopefully, you can impress me. I'll see you in the arenas. Olympus Security Perimeter Alert. Multiple unknown ships entering secure space. All personnel, please secure docking stations and prepare for arrival. Security forces on full alert. Strap in, Mutie. Things are about to get mighty interesting. Bevor ich den Trailer komplett auseinandernehme, ich verrate euch erst einmal die Regeln, das komplette Grundprinzip, wie gewinnt man eine Runde, wie bekommt man seine Waffen und so weiter und so fort, bevor ich den Trailer dann durchgehe und Stück für Stück hier und da mal Pause mache, zum Beispiel bei der Legende, bei dem Bogen, der hat nämlich zwei verschiedene Hop-Ups, das würde ich euch noch erklären, und die Änderungen an Olympus und so weiter. Wir fangen jetzt mit dem Grundprinzip Arena-Modus an. 5 verschiedene Maps gibt es erstmal. Die zeige ich euch nachher auf der EA-Seite nochmal genauer. Ein 3 vs. 3 Modus sollte auch klar sein. 2 ungeklärte Fragen aktuell lässt der Trailer offen. Gibt es Zeiten pro Runde und gibt es eine Zone? Geleakt wurde, dass es 3 oder 4 verschiedene Zonen gibt, die immer kleiner werden. Wenn ihr euch den Trailer genau anguckt, seht ihr im Hintergrund nirgendwo eine Zone, die irgendwie kleiner wird oder ein orangenes Flackern, was irgendwie eine Zone nur darstellen könnte. Es gibt maximal 9 Runden. Bis ins Sudden Death kann es gehen. Wir können aber allerdings schon eine Runde gewinnen, wenn wir 3-0 in Führung gehen. Wir müssen nämlich, und das ist nämlich der Haken, was ich aber gut finde, wir müssen mindestens 2 Runden Vorsprung haben. Logischerweise bei einem 2-0 ist es noch nicht vorbei. Wir müssen mindestens 3 Runden gewonnen haben. Ein 3-0 beendet ein Match. Ein 3-1 beendet ein Match. Es kann 1-1 stehen, dann steht es 2-1 und beim 3-1 habt ihr gewonnen. 2-2 geht es weiter. 3-2, 4-2 wäre zum Beispiel die Runde zu Ende. Es kann aber 2-2 stehen, 3-2, dann 3-3, 4-3, 4-4. Sollte es so weit gehen, dann ist das erstmal eine geile Sache. Und in der 9. Runde kommt dann aber das Sudden Death. Und dieses Sudden Death entscheidet dann letztendlich die Runde. Und dann bedeutet, glaube ich, auch Tod ist Tod. Wenn du gedownt bist, kannst du nicht wieder hochgehoben werden. Das habe ich aber aus dem Trailer nicht zu 100% rausgehört, ob das tatsächlich so ist. Wie genau geht es weiter? Vor jeder Runde befinden wir uns in so einer Art Safety Area. Ich zeige euch das gleich auch nochmal detailliert. Dort können wir unsere Waffen kaufen, wir können unsere Items, Heil-Items und unsere Skills kaufen. Alle Items werden mit Crafting-Materialien gekauft und auch die Metalle. Das hat alles nichts mit Echtgeld zu tun. Wir müssen uns das erspielen und wir bekommen zum Start einer jeden Runde ein bisschen Grund-Crafting-Metalle, damit wir uns überhaupt erstmal ein bisschen was kaufen können. Was auch ganz wichtig ist, wir müssen uns in jeder Runde neu ausrüsten. Egal wie gut oder schlecht wir spielen, wir müssen uns in der Folgerunde neu ausrüsten mit unseren Materialien. Das Einzige, was bleibt, wenn wir zum Beispiel bei den Skills zum Beispiel eine Ulti kaufen, wir haben die in dieser Runde, für die ihr die gekauft habt, nicht verschwendet, können wir die in der Folgerunde verwenden und wahrscheinlich dann so lange,
bis das ganze Match vorbei ist, bis ihr es eben dann ausgegeben habt, logischerweise. Wir können demnach zufolge unsere Skills auch nicht, es laden sich keine Skills auf. Wir können unsere Ulti nicht über Zeit hochpushen oder unsere taktischen Fähigkeiten und den ganzen Spaß. Das ist alles deaktiviert. Wir müssen uns diese Skills kaufen. Am Anfang, wenn die Runden losgehen, können wir logischerweise erstmal nur mit unserem Grund-Crafting-Zeugs unsere wahrscheinlich die Waffe nach Wahl kaufen. Wir können aber nicht schon unendlich viele Hop-Ups drauf machen. Das heißt, ein lila Mac ist erstmal Geschichte. Wir können wahrscheinlich erstmal nur ein weißes Mac und vielleicht nur ein weißes Visier und so weiter. Und je weiter fortgeschritten dieses Match ist, desto mehr Crafting-Metalle könnt ihr quasi sammeln und umso besser könnt ihr eure Waffe im Endeffekt ausrüsten. Crafting-Materialien bekommen wir übrigens durch Kills. 75 Crafting-Metalle pro Kill. Nach jeder Runde logischerweise diese Grund-Crafting-Metalle. Und wir können diese Kanister für die Replikatoren finden. Wenn einer von euch so einen Kanister aufmacht, bekommen alle Teammates gleichermaßen 200 Metalle obendrauf. Und wenn ihr eine Runde gewinnt, also nicht das Match, sondern eine Runde, da gibt es glaube ich auch nochmal 75 obendrauf. Was auch noch interessant ist, Battle Pass Fortschritt, das werden sich einige wahrscheinlich fragen. Wir können in der Arena und im ganz normalen Battle Royale den Battle Pass Fortschritt weiter voranschreiten. Es wird aber auch Battle Royale und Arena spezifische Herausforderungen geben. Der ein oder andere Modus mag vielleicht bei dem einen oder anderen eben nicht so beliebt sein. Ihr könnt also die Herausforderungen neu ausrollen. Habt ihr keinen Bock auf die Arena, könnt ihr zum Beispiel eine Herausforderung neu ausrollen, sodass sie zu einer Battle Royale spezifischen Herausforderung wird. Einmal pro Tag können wir das kostenlos ausrollen, ansonsten müsst ihr eure legendären Token benutzen. Das war's soweit erstmal zum Grundprinzip und jetzt gehen wir den Trailer einfach mal durch und dann zeige ich euch, was es noch so alles zu sehen gab, beziehungsweise erkläre euch das ein oder andere nochmal anhand von Live-Bildern. Als allererstes pausiere ich mal hier. Hier haben wir wahrscheinlich drei Battle Pass Skins, gehe ich mal von aus. Wraith, Bloodhound und Caustic. Ich stoppe übrigens nicht bei den einzelnen Arenen. Wir gehen gleich nochmal auf die EA-Seite. Dort seht ihr nochmal ein Grundbild von den einzelnen Arenen, damit das Video nicht unnötig lang wird. Im Zweifelsfall könnt ihr hier und da pausieren und das zeigt dann eindrucksvoll die Arenen. Wie gesagt, alles was wir sehen, bis auf die letzten Sekunden des Trailers, sind alles Arenen und keine eigentlichen Battle Royale Änderungen. An dieser Stelle sehen wir jetzt erstmal die Peacekeeper. Die Peacekeeper kommt zurück als Flurwaffe. Sollte klar sein, sie tauscht den Platz, ist zwar hier nicht bestätigt, aber sie tauscht den Platz definitiv mit der Triple Tag. Und auch der Octane Skin, den versuche ich jetzt mal noch schön zu pausieren. Hier in dem Finisher. Ich denke, das ist so eine kleine. Ein Respekt zollen an den Schauspieler von Black Panther. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber das sieht so ein bisschen Black Panther mäßig aus in Schwarz-Gelb von Octane. Dieser Skin gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. So sieht jetzt der Auswahlbildschirm wahrscheinlich aus. Wenn wir unsere Legende auswählen, kennen wir. Die einzelnen Legenden werden gewählt. Und dann sind wir hier in dieser Art Safety-Zone, wo wir dann unser Loadout in Ruhe in Anführungszeichen auswählen können. Das ist alles auf Zeit. Irgendwann geht es dann auch los. Das ist dieses Hauptmenü. Unten rechts erkläre ich mal als erstes diese drei blauen Waffen. Das sind die Care-Package-Waffen. Ihr seht quasi jetzt schon, was sich in dem Care-Package befindet, was mitten in einer Runde, in jeder Runde droppt so ein Care-Package und es sind immer die drei gleichen Waffen, wenn ihr die dort seht. Ob die 24 Stunden lang gleich bleiben und dann einen Tag später quasi neu ausgerollt werden, das ist aktuell auch noch nicht bekannt. Jedenfalls, wenn ich jetzt schon weiß, dass das für 24 Stunden immer dasselbe Loadout ist, weiß ich schon mal, Mensch, lohnt es sich vielleicht Loba mitzunehmen, um mit ihrem Shop zum Beispiel die Pro-Loader rauszuholen oder eben auch nicht. Oder einfach irgendwo von der Ferne zu warten, bis die Gegner sich diesem Care-Package nähern und so weiter. Im Allgemeinen sehen wir hier im Mittelpunkt dieses Bildes die Waffen. Wir haben oben so eine Art Waffenart, Reiter, Pistolen, SMGs, Shotguns. In der linken Spalte, in der rechten, kommen dann, wenn wir den Reiter anklicken, oben in der Mitte Assault Rifles und LMGs. Und der letzte, das sind quasi Marksman und Sniperwaffen. Auf der linken Seite sehen wir unsere Fähigkeiten beim Revenant zum Beispiel, die Skills. Wie gesagt, kaufen wir die und verschwenden die nicht in einer Runde, falls wir vielleicht draufgehen oder so.
dann können wir in der Folgerunde das einsetzen. Lediglich die Waffen und auch die Items, soweit ich weiß, sollen komplett resettet sein. Was auch interessant ist, wenn ihr einen Gegner tötet, dann droppen den seine Items, die der hat, auf den Boden. Es kommt keine Deathbox, sodass das das Looten unnötig kompliziert macht. So könnt ihr schneller das Zeug looten. Was mich ein bisschen verwundert, im Stream sagte einer, das soll ein ultimativer Beschleuniger sein, das glaube ich aber nicht. Wenn ihr euch die Items mal anguckt, Spritze, Schildzelle, Medikit und so weiter, in der unteren Spalte das erste Item, ich bin mir nicht sicher, was das ist. Vielleicht ist das tatsächlich ein neues Item. Ich kann es euch aktuell nicht sagen. Und hier seht ihr auch nochmal übrigens die Peacekeeper-Flurwaffe. Also sollte klar sein, die Peacekeeper und die Eva 8, die Mastiff. Wir haben 3 Shotguns im Spiel. Wenn du die Mosambik jetzt noch mit reinnimmst, gehört ja mit zu den Shotguns eigentlich, haben wir 4 Shotguns im Spiel. Hier wird so ein bisschen gezeigt, wie die Waffen gepimpt werden. Am Anfang wahrscheinlich eher blau oder weiß. Und je nachdem, wie fortgeschritten die Runden eben sind, können wir irgendwann vielleicht einen lila Mac drauf machen, einen lila Schaft und so weiter und so fort. An dieser Stelle wird eben gezeigt, Loba wird gedownt. Wie wertvoll könnte eine Lifeline sein? Weil, wie gesagt, wir können unsere Teammates nicht reviven. Reviven schon, wir können sie nicht respawnen. Das ist ganz wichtig. Deswegen denke ich, dass Lifeline auf jeden Fall eine sehr wertvolle Legende sein könnte. Wie ihr seht, ihr es auch, Supplyboxen sind auffindbar. Dort sind aber, glaube ich, nur Heil-Items drin. Keine Items oder so. Granaten bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Hier sind die Boxen, Crafting-Metalle. Wie gesagt, das gesamte Team bekommt jeweils 200 Crafting-Metalle, wenn ihr so ein Ding öffnet. Das ist klar, eindrucksvoll. Das Care-Package landet, glaube ich, immer auf der Mitte der Map und es sind immer 3 Waffen drin, jeweils mit Munition. Aber übrigens hier scheinbar noch ein neuer Skin für Wraith. Den hätte ich jetzt tatsächlich fast verpasst. Der sieht echt crazy aus. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz geil. Jetzt siehst du hier gleich in der Ego-Perspektive und guckt auf den Boden. Mensch, was ist denn das so ungefähr? Hier, zack, hä, was ist da los? Ab in den Himmel. Hier kommt Borg, die neue Legende oder Valkyrie, ins Spiel. Das dürfte ihre taktische Fähigkeit, diese Clustergranaten sein. Ich weiß jetzt aktuell gerade nicht, wie die heißt. Und hier sind auch noch ein paar offene Fragen. Wie genau funktioniert das mit der... Die Ulti sollte klar sein. Hier haben wir nochmal die Clustergranate. Ich nehme mal an, die wird nicht viel, viel mächtiger sein als die von Fuse. Es sieht auf jeden Fall geil aus. So eine Art Lenkgranaten, könntest du fast sagen. Die das so in der Lenkgranaten macht keinen Sinn. Auf jeden Fall startet sie hier ihre ultimative Fähigkeit. Und hier können sich ihre Teammates andocken und können dann mit hochboosten. In diesem Zustand können wir keine Waffen benutzen. Wie schnell wir hochboosten, ob wir die Geschwindigkeit regeln können, ist aktuell auch noch nicht klar. Jedenfalls gehen wir dann in den Skydive über. Das heißt, ihre Ulti, die taktische, war gerade eben. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist das die passive Fähigkeit oder hat sie 2 taktische? Weil sie kann auch alleine in die Luft, in der Luft schweben, kann dort dann stillstehen und kann diese taktische Fähigkeit abfeuern. Hier ist bei mir noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wie genau diese Geschichte hier abläuft. Ich weiß nur, dass ich in 2 verschiedenen Legenden-Videos, wo ich euch alle geleakten Legenden mal vorgestellt habe, das letzte, glaube ich, vor einem halben Jahr, das andere davor vor 1,5 Jahren, da waren verschiedene Legenden mit mehr als 4 oder 5 Fähigkeiten. Das könnte sein, dass Volk eine der Legenden ist, wo wir die taktische Fähigkeit vielleicht so ein bisschen switchen können. Oder, wobei, das macht ja keinen Sinn. Sie macht ja, die taktische ist die Clustergranate. Also muss dieses, vielleicht kann man diese ultimative Fähigkeit auch etwas anders einsetzen, dass man sagt, stopp, hier bleibe ich stehen. Ich möchte nicht in den Skydive übergehen, sondern hier bleibe ich. Und jetzt möchte ich vielleicht meine Waffe oder eben die taktische Fähigkeit einsetzen. Das ist aktuell für mich noch so ein bisschen unklar. Jetzt kommen wir zum Bogen, die neue Waffe in Season 9. Ich freue mich sehr auf diesen Bogen. Natürlich Munitionsart Pfeile. Soll sehr schwer zu handeln sein. Der Standardschuss soll wirklich aufladen. Du musst ja erstmal den Pfeil aufladen, ziehen wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Dann lässt du den los. Soll eine sehr, sehr langsame Feuerrate sein. Aber dieser Bogen kommt mit 2 Hop-Ups. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Grundmäßig soll der Standardpfeil schon ordentlich reinknallen und die beiden Hop-Ups jeweils, die machen dann ihr Übriges. Der erste Hop-Up nennt sich
Shader Gaps. Damit kannst du, wenn die Pfeile eintreffen, so eine Art Cluster, als wäre es ein Streuschuss von einer Shotgun. Sieht man auch ganz gut hier, wenn die einschlagen, zack, dann teilen die sich kurz vorher auf und so ist sichergestellt, dass du wenigstens ein bisschen triffst. Und der zweite Hop-Up, Dead Eyes Tempo, richtig geil, zieht euch die Feuerrate rein, wie schnell der die Pfeile zieht. Sicherlich wird der Damage Profile deutlich geringer sein, aber die Feuerrate und gerade hier dieses Gameplay, wie der da durchläuft und einen Pfeil nach dem anderen da reinballert, als wäre hier der absolute Legolas von Herr der Ringe, das sieht schon echt beeindruckend aus. Ich bin auf den Bullet Drop tatsächlich sehr, sehr gespannt. Und hier, bevor ich das vergesse, entweder Level 100 oder der 100er, 110er Battle Pass Skin für die Devotion. Sieht ultra, ultra nice aus. Ebenfalls reaktiv, sollte klar sein. Ein Finisher von Valkyrie. Und damit kommen wir so langsam, aber sicher zum Ende. Und hier sehen wir ein Stück vom Teaser. Hier ist die Warnung. Wir sehen ja jetzt auf Olympus schon mehrere Schiffe am Himmel schweben. Und ich glaube, die Schiffe, weil ich aktuell immer noch nicht wusste, was die Schiffe eigentlich genau bedeuten, die bringen, glaube ich, diese, ich sag mal, Plage und letztendlich auch die Map-Änderung von Olympus auf die Map, logischerweise. Es ist so eine Art Wurzelplage. Hier sieht man überall verteilt, wie so eine Art, keine Ahnung, sieht aus wie so ein paar Eier, wie bei Aliens, wenn ihr die Filme kennt. Und da kraucht das ganze Zeug so raus. Das sieht echt schon geil aus. Dann mache ich mal ein paar Standbilder, wie das so aussieht. Moment, das macht sich hier gerade ein bisschen bescheiden. Hier, wie weit das weggeht und wie weit das nach da hinten geht. Hier durch, dadurch. Dächer kaputt. Die Spots sehen völlig anders aus. Hier unten sieht man so eine Art Eier oder Samen von mir aus und dort kraucht das ganze Zeug so raus. Das könnte schon einen ordentlichen neuen Schwung in die Map bringen. Hier haben wir übrigens noch die 5 Maps, die wir zum Anfang von Season 9 zocken können. Übrigens auch noch unbekannt. Und dort eine offene Frage, das hätte ich auch fast vergessen zu erwähnen. Gibt es eine Map-Rotation bei den Arena-Maps? Können wir uns die aussuchen oder vielleicht im COD-Style? Wir haben immer 2 zur Auswahl und wir können quasi per Überstimmung quasi oder die Mehrheit bestimmt, welche Map gespielt wird. Und so ist das Runde für Runde, ist das Match vorbei. Können wir vielleicht sogar ein Rematch gegen die Leute machen, gegen die wir gerade gespielt haben und so weiter. Das bleibt noch offen. Party Crasher ist auf jeden Fall die erste Map von Olympus nachempfunden, soll eigentlich der Spot darstellen, wahrscheinlich der Hammond Labs gewesen wäre. Wir haben das abgestürzte Schiff Mirage Voyage, im Hintergrund die 3 Wasserfälle. Dann haben wir Face Runner, ist so für mich ein bisschen eine Mischung aus World's Edge und Olympus. Und wir haben 3 Battle Royale Locations, eine auf dem Kings Canyon, das ist die Artillerie. Dann haben wir die Thermalstation auf World's Edge und den Golden Gardens von Olympus. War vielleicht ein bisschen durcheinander, diese Analyse, aber ich denke, ich habe euch alles Wichtige gezeigt. Habt ihr vielleicht im Trailer noch was gesehen, was ich übersehen habe? Schreibt es in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Und im Allgemeinen möchte ich natürlich von euch wissen, habt ihr jetzt einen besseren Überblick? Könnte der Bogen geil sein? Könnte Valk vielleicht sogar overpowered sein? Möchte ich hier nochmal anmerken. Respawn selber hat vor einigen Tagen selber geschrieben in einem Tweet, es könnte sein, dass zum Release von Season 9 die neue Legende etwas OP sein könnte. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Gleichzeitig freue ich mich aber auch mega auf die neue Season. Knallt die Kommentare mit euren Meinungen voll. Was haltet ihr von dem Arena-Modus? Ich freue mich extremst. Im Livestream haben viele ihr positives Feedback zum Arena-Modus gegeben. Und nur wenig, die vielleicht, bis gar keiner, der gesagt hat, boah, Arena-Modus habe ich keinen Bock drauf. Deswegen bin ich auf eure Meinung sehr gespannt, auch wenn ich mit dem Lesen teilweise in den Videos zurzeit nicht so hinterherkomme. Aber versprochen, ich lese mir jeden Kommentar durch. Das soll es von mir gewesen sein. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.